nächste Woche hier und haben dann alle Veranstaltungen Hauptbahnhof auf die 150. Und dafür gibt es Plakate, Handzettel, wie ich schon gesagt habe, hol die an den Ständen ab, verteile die, damit wirklich genug Werbung da ist, damit alle Leute Bescheid wissen, es ist nicht irgendeine, sondern unsere 150. Dann gibt es von der Mahnwache einen Wasserbogen, so verkleinert sieht es so aus, für Eisenbahnfreunde im H0-Format, kann man zusammenbauen. Weihnachtszeit ist Bastelzeit, könnt ihr hier am Stand der Parkschützer kriegen oder immer bei der Bahnwache aufbauen, auf zusammenbasteln und dann in den Bahnen, in eure Bahngleise zu Hause reinstellen oder wo es vielleicht immer passt. Also Bastelbogen erwerben gegen Spende hier beim Parkschützern oder am Bahnwachenstand. Dann für alle, die Volker Lösch mal wieder sehen und hören wollen, wie er messerscharf mit chirurgischer Präzision unsere Wirtschaftspolitik seziert, der ist herzlich eingeladen von den Gewerkschaftern gegen Stuttgart 21 und der soll heute am Mittwoch um 17.30 Uhr auf dem Schlossplatz sein zur europäischen Solidaritätskundgebung. Volker Lösch und viele andere, aber ich denke, der alleine schon das kommen wird. Also am Mittwoch 17.30 Uhr. Dann laufen natürlich wieder viele freiwillige Helfer rum und sammeln Spenden, damit wir das Ganze hier auf die Beine stellen können. Seien Sie bitte wieder großzügig, auch wenn nachher die Demo loszieht, stehen die dann praktisch im Zug und hoffen auf viele raschende Spendendosen. Also bereiten sich dann schon vor, wenn der Demozug losgeht, stehen die Leute mit den Dosen, dass sie die flüssig einfädeln und einwerfen können. Herzlichen Dank. Als nächstes haben wir einen gefundenen Kenner. Wir haben hier einen für den Bahnhof, das ist der verehrte Herr Offensitz. Wir haben einen, der uns das im Detail in großen Maßstaben erklärt. Das ist der Klaus-Dieter Koda. Und den haben wir heute zu Gast hier.